Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, und wie ich das schon in der Vergangenheit einige Male gemacht habe, gibt es heute auch mal wieder eine kleine Dia-Show. Und zwar habe ich mir diesmal eine Tour rausgesucht, die nicht in Berchtesgaden stattfindet. Ihr seht das jetzt schon auf dem ersten Bild oder ihr habt es ja im Titel auch schon gelesen. Ich war nicht immer nur in Berchtesgaden, sondern auch unter anderem mal in der Zugspitzregion. Und heute möchte ich euch in Bildern mal mitnehmen auf die Zugspitze. Ja, das ist schon eine ganze Zeit lang her, wo ich dort war. Ich muss noch mal gerade schauen auf meinem Spickzettel. Da habe ich ein paar Daten aufgeschrieben zu der Tour. Das Ganze habe ich am 24.07.2014 gemacht. Das heißt, das jährt sich nächstes Jahr dann tatsächlich auch zum 10. Mal. 10 Jahre schon her, unglaublich. Eine fantastische Tour, die ich auch eigentlich ganz gerne nochmal in Zukunft machen möchte. Gut, ich würde sagen, wir starten mal direkt in die Bilder. Das sind nämlich ziemlich viele. Ich habe schon das gesichtet und viele rausgeworfen, aber auch noch viele drin gelassen. Und dann geht's mal los. Ja, gestartet bin ich damals in Hammersbach und wie ihr seht, ich habe den Tacho fotografiert, um die Uhrzeit zu haben, wann ich los bin. 3:54 Uhr waren es, das heißt im Urlaub auch sehr früh aufgestanden. Ja, und für Juli, man sieht, um die frühe Zeit waren es schon 11,5 Grad, das war auf jeden Fall ganz angenehm. Ja, da stand dann der erste Wegweiser direkt in Hammersbach. Höllentalstraße ist ausgewiesen hier und wenn ihr da oben mal schaut, hier geht es zur Zugspitze. Ja, die erste Station für mich ging es aber jetzt erstmal Richtung Höllentalklamm. Und hier gab es dann auch schon einen Hinweis, aber das wusste ich im vornherein. Die Höllental-Angerhütte, die war zu dem Zeitpunkt, ja, ich glaube, im Neubau war das sogar. Ich glaube, die haben sie komplett abgerissen und neu gebaut. Das heißt, die hätte ich jetzt nicht nutzen können, hatte ich aber auch nicht vor. Einige machen das, die gehen erst bis zu der Hütte und übernachten dann da und starten dann von dort morgens. Da hat man dann ein paar Höhenmeter weniger. Ja, nicht ganz so wie beim Watzmannhaus, da spart man sich ja richtig viel Höhenmeter, beziehungsweise man muss die am nächsten Tag dann nicht gehen, wenn man zur Überschreitung geht. Aber hier könnte man das theoretisch auch machen, aber für mich gab es diese Option damals nicht. Ja, da wieder ein paar Wegweiser festgehalten. Die Höllental-Klamm, die hatte glücklicherweise geöffnet, auch zu der frühen Zeit. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, wie das war. Da steht ja, dass die 4 Euro kostet, für AV-Mitglieder sogar 9 Euro. Ich kann mich nicht erinnern, dass da jemand gewesen wäre oder dass es da einen Automat gegeben hat. Das kann ich absolut nicht mehr sagen. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwo bezahlt habe oder nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte die Klamm offen. Ich konnte da durchgehen auf meiner Tour. Wenn das nicht gehen würde, dann müsste man nämlich den Stangensteig gehen. Es könnte sein, dass die Klamm irgendwie durch Unwetter nicht passierbar ist. Dann hat man da zumindest noch eine andere Route. Aber ihr seht auch, der Blitzlicht hat das Ganze erhellt. Es war da wirklich noch dunkel im Wald. Ja, da bin ich angekommen. Das ist so der Eingang. Aber man sieht eigentlich fast gar nichts aufgrund der Dunkelheit. Und da gibt es so ein kleines, ja, Art Museum. Da war ich tatsächlich auch drin morgens. Also es muss auch frei zugänglich gewesen sein. Da gab es so ein paar Sachen, die man gucken können. Das Höllentalmuseum, da steht's. Wurde so ein bisschen was zu der Klamm erzählt. Genau. Machen natürlich auch viele, dass die nur zu der Klamm gehen, dass das ein Tagesausflug ist für viele, sag ich mal, Urlauber, die sagen, ich gehe heute in die Klamm. Auch sehr spannend. Die habe ich relativ schnell passiert, muss ich sagen. Es war aber halt auch dunkel. So richtig größere Tunnel sind da, das kann man ja auf dem Bild ja ganz gut sehen. Die habe ich dann passiert. Die waren auch beleuchtet. Das war sehr angenehm. Einige Treppenstufen, die da zu gehen waren. Und es war auch gut feucht da. Man sieht es auf dem Bild auch ganz gut, aber da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Ich war nämlich hinterher relativ nass, wo ich da durch war. Ja, hier sieht man so ein bisschen den Weg, dass der auch aber auch ein bisschen gesichert ist, dass man nicht direkt im Wasser landet. Und ihr seht, so langsam kommt die Dämmerung, es wird so langsam hell, aber ohne Stirnlampe konnte man wirklich nicht so viel sehen. Und so ein bisschen den Wegverlauf sehen, zwischen den Felsen lang, wie das halt in so einer Klamm ist. Das Bild hätte ich nicht rauslassen können.
Ja, und hier sieht man so ein bisschen die Brücken, so ähnlich fast ein bisschen wie der Almbachklamm, würde ich sagen, wo sich die Brücken immer mal wieder dann über den Bach schlängeln. Ja, man sieht, es wird immer heller und da war ich aber auch dann schon so gut hier aus der Klamm raus. Das sind so die letzten Meter eigentlich, wo es jetzt noch in der Klamm ist. Leider auch so ein bisschen unscharf, das liegt halt auch an den Lichtverhältnissen zu der damaligen Zeit. Das Wasser mal festgehalten. Ja, da war ich am Klammende dann angekommen. Schon 1165 Meter reicht. In Hammersbach, da bin ich ungefähr bei 770 Meter so gestartet. Und bis zur Zugspitze sollten es ja, ich muss mal überlegen, gerade habe ich mir notiert. Ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, 2963 Meter ungefähr ist die Zugspitze. Heißt summa summarum, kann man sagen, 2200 Höhenmeter, die mir für diesen Tag dann bevorstehen würden. Das Bild ist, glaube ich, dann nicht ganz richtig sortiert nochmal. Nochmal dieser Weg. Auch noch so ein Brückchen. Aber da war die Klamm dann auch schon zu Ende. Ja, und dann ging so langsam, kam die Sonne hervor. Da kann man ganz gut sehen, die Berge werden so langsam ein bisschen angeleuchtet. Es fängt so schon fast an, so ein, ja, so ein Alpenglühen. Da ist mein Ziel genannt, die Zugspitze oben, die Höllentalangerhütte waren da nur noch 10 Meter, das heißt, ich hatte auch schon ein gutes Stück zu dem Zeitpunkt geschafft. Ja, auch nett hier dieser Wasserfall, den man hier vielleicht so ein bisschen sehen kann. Live ist das natürlich alles immer viel imposanter. Nochmal. Ja, und immer wieder, solange man noch in diesem, ich sag mal, leichten Bereich unterwegs war, war der Weg auch sehr gut zu gehen. Und ihr seht das hier gut mit so Brücken, so Stegen gesichert, die man gut passieren konnte. Ja, o Wanderer, hast du je nachgedacht, wer dir die schöne Welt doch hat gemacht? Ja, und wenn ihr mal genau schaut, wer schon mal da war, wer es sich vielleicht da ein bisschen auskennt, man kann die Zugspitze tatsächlich hier schon sehen, das erste Mal. So ein bisschen verdeckt noch zwischen den Sträuchern, hier den Bäumen, auch der Gletscher. Und da habe ich sie mal rangezoomt. Ja, da war dann mein Tagesziel, da sollte es dann hingehen. Das hatte man eigentlich dann lange eigentlich schon vor Augen, wo man es sehen konnte, wo man hin musste. War allerdings von der Position noch ganz schön weit und sah auch dementsprechend weit aus, auch wenn ich das hier rangezoomt habe. Ja, und hier ging es dann erstmal weiter noch Richtung Höllental-Angerhütte. Ja, man kann so ein bisschen sehen, da oben, wo der Schnee ist oder der Gletscher, da muss ich hin. Und die Wände da, die sind doch recht steil, wirken die schon. Kann man es auch nochmal ganz gut sehen. Die sehen ja schon relativ senkrecht abfallend aus. Ich finde hier so in diesem Bereich, wenn man da mal schaut. Ja. Tatsächlich, also es war doch keine Renovierung der Hütte, die war da komplett neu im Bau. Und ich habe da mal Bilder von gesehen, die sieht mittlerweile, ist er natürlich fertig und die sieht richtig schön aus, auch von innen schön gemütlich. Hat mir gut gefallen, was ich auf den Bildern gesehen habe. Ja, das war so eine kleine Kapelle da auf dem Weg. Da mein Ziel. Nach der Hütte würde ich sagen, da fangen die Wege dann so ein bisschen an, so ein bisschen mehr grolliger zu werden. Nicht mehr ganz so leichte Wanderwege, obwohl das auch noch sehr gut zu gehen war. Auch hier wieder mal so ein, ja, ein Steg, wo man das Bachbett, wenn es jetzt Wasser geführt hätte, gut überwinden kann. War nochmal die Hütte im Bau. Ja, zum Eibsee hätte man von hier auch gehen können. 6 Stunden über die Riffelscharte. Die Tour sagt mir leider gar nichts. Muss sagen, in diesem Gebiet kenne ich mich auch nicht so gut aus. Und da werde ich irgendwie hoch müssen. Paar Schafe gab es hier auch noch so am, ich würde sagen, am Talende fast, so im Talende, wo man leicht hinwandern kann. Ja, und der Blick einmal zurück durch das Höllental so ein bisschen. Ich fand das sehr schön, so mit der Sonne, wie sie langsam aufgeht, in das Tal reinscheint.
Und es ist natürlich schön, wenn es dann anfängt zu wärmen. Ich war eine Woche dort und habe mir den besten Wettertag ausgesucht, der zumindest so von den Prognosen genannt war. Und ihr seht, dennoch sieht man auf jeden Fall einiges an Wolken, die auch später noch leider da sein werden. Ja, wenn man genau hinschaut, hier kann man auch eigentlich ganz schön, schaut mal hier, einige Wasserfälle sehen. Nochmal der Blick zurück ins Höllental, wo jetzt auch die Sonnenstrahlen bis zum Boden kommen. Finde ich auch richtig schön, diese grüne Insel da zwischen diesem so ein bisschen, ja, diesen Schuttgesteinsströmen. Ja, die Bergwelt ist natürlich sehr beeindruckend, wenn man da live dann vor Ort ist. Das ist schon faszinierend. Ich gucke gleich, also gleich, wenn man hier mal hinschaut, hier hinten, ich hoffe, ihr könnt diesen Mauszeiger so ein bisschen sehen. Da hinten, da sind schon die nächsten Gipfelaspiranten, Wanderer. Die sind, denke ich mal, da schon langsam an dem Einstieg für den, naja, ich sag mal, den ersten Klettersteig, den man so zu machen hat. Ich würde sagen, die Tour besteht aus zwei Klettersteigen, die man benennen kann, aber das schauen wir uns jetzt gleich mal näher an. Blick nochmal zurück. Höhenmeter macht man da am Anfang, würde ich sagen, nicht ganz so viel. Das ist relativ leicht und gut zu gehen da. Ja, hier muss gleich, ich gucke gerade nicht, dass ich es übersehe, dann die erste Kletterpartie kommen. Die ganze Tour hat ungefähr so 10 Kilometer, eigentlich gar nicht so eine hohe Hausnummer, würde ich sagen. Aber durch die Höhenmeter und dadurch, dass einige Schwierigkeiten auf der Tour sind, habe ich da natürlich dann doch entsprechend lang gebraucht. Und hier könnt ihr zwei Kletterer sehen, die gehen hier, ja, die gehen hier so ein bisschen felskletternd, aber das ist noch alles, würde ich sagen, relativ leicht und gut zu machen. Bin mir gar nicht sicher, ob ich die Fotos vielleicht teilweise ein bisschen falsch sortiert habe, aber ich bin da ja schon recht weit. Oder ob die Sonne da jetzt wirklich so wieder ja, hinter den Wolken verhüllt war, dass es dann doch recht dunkel wieder war. Genau, und jetzt sieht man hier so, ich würde sagen, das ist die erste Schwierigkeit, wenn es ans Klettern geht. Hier sieht man es auf dem Bild noch nicht so gut. Hier kann man es jetzt besser sehen, das ist eine erste relativ lange Leiter mit Klammern, die man hier überwinden muss. Das Ganze natürlich am Klettersteig-Set gesichert, also von daher gut machbar. Die maximale Schwierigkeit des Klettersteiges, auch im späteren Verlauf, müsste C gewesen sein. Ich sage mal, C ist so ja, die mittlere Schwierigkeit. Da habe ich mich bisher eigentlich immer wohl mitgefühlt im Klettersteig. Da hatte ich nie Probleme mit. Und ja, würde sagen, dass das hier auch der Fall ist. So, da war ich jetzt am Einstieg quasi, bevor es für mich hochging. Hier sieht man es mal so ein bisschen von unten, die einzelnen Klammern, die Stufen. Das Ganze immer gesichert und nochmal rückblickend. Ja, da muss die Sonne das tatsächlich immer wieder so ein bisschen verdunkelt haben. Ja, ich gucke mal gerade hier mal, das Seil kann man ja ganz gut sehen, wo man da lang muss. Und ja, da wird man sich auch so ein bisschen am Fels da entlang hangeln müssen. Ich kann da jetzt nicht so klar die Stufen sehen, also die dritte, wo ich da hintreten müsste. Genau, und das ist die nächste eigentlich sehr bekannte Stelle, die nennt sich Brett. Das erste nannte sich jetzt Leiter, ist naheliegend. Und das sind hier diese Stifte, die da aus der Wand herausschauen. Ja, das nennt sich Brett, diese Passage. Der Blick nochmal zurück. Bietet sich immer wieder an für eine schöne kleine Pause mit diesen tollen Ausblicken. Ja, jetzt geht es aber auch dann wirklich los. Nochmal ein kleiner Fernblick. Ja, so, da bin ich jetzt auf dem Brett unterwegs, auf den einzelnen Stiften. Ich finde, auf dem Bild sieht das überhaupt gar nicht so sehr hoch aus. Ich meine, es war aber doch relativ hoch gewesen, aber durchaus nicht
nicht zu beängstigend. Also noch okay, die waren auch alle sehr fest, die Stifte, nicht, dass die irgendwie so am Wackeln waren. Das war schon gut machbar. Und natürlich ist man ja auch gesichert. Da hatte ich die Passage geschafft. Wenn ihr mal hinten schaut, hier sind die Stifte. Da kommen auch schon die nächsten. Ich kann euch gar nicht sagen, wie die einzelnen Gipfel jetzt unmittelbar da rings um die Zugspitze heißen. Ja, und dann sieht man das ja wieder jetzt so, nachdem man diese ersten Kletterpassagen geschafft hat, bewegt man sich wieder eigentlich im ganz angenehmen Gelände. Hier sogar so grüne Passagen, so grüne Matten, Wiesen. Also da kann man, wenn das, sag ich mal, für einen ein bisschen herausfordernd ist, hat man da auf jeden Fall immer sehr so Stücke, wo man fast schnaufen kann, wo man durchatmen kann. Aber gut, wenn das jetzt für einen herausfordernd war, die beiden Passagen, dann sollte man den Rest vielleicht dann auch doch nicht weitergehen. Genau. Ja, und wieder so ein kleiner Bachlauf, Wasserlauf. Im Sommer natürlich, wenn es heiß ist, auch erfrischend, wenn man sich da mal zur Not was zu trinken holen kann. Ja, und da das Ziel des Tages, wo ich hin wollte, unbedingt das, ja, ich würde sagen, schon relativ bekannte, markante Gipfelkreuz der Zugspitze. Ja, auch ein richtig schönes Bild, finde ich. So ein wildes Tal, relativ wenig Menschen und ja, richtig Natur. Merkt euch das mal, was ich jetzt gesagt habe, dass man hier recht allein unterwegs ist und schön die Natur genießt auf dieser Tour. Ja, und dann komme ich in dem Bereich wieder, wo es mit dem Groll losgeht. Und da kann man hinten jetzt schon den Höllentalferner sehen. Das ist einer der Gletscher der Zugspitze. Und den werde ich überwinden müssen. Ja, das ist, würde ich sagen, auch eine der größeren oder vielleicht sogar die größte Schwierigkeit der Tour. Vielleicht sogar die gefährlichste. Aber da komme ich gleich noch mehr zu. Ja, Blick nochmal zurück. Einfach herrlich. So, und jetzt kann man den Gletscher schon ein bisschen besser sehen. Da habe ich aber, denke ich mal, auch ein bisschen rangezoomt. Und ja, die Größe, die kann man später, glaube ich, auch noch mal ein bisschen besser sehen. Aber ihr seht ja hier diese kleinen Punkte auf dem Bildschirm. Das sind alles andere Gipfelaspiranten, Bergsteiger, die hoch zur Zugspitze möchten. Ja, da hatte ich es ein bisschen rangezoomt. Und hier ist mein Weg. Da wollte ich nicht hinkommen. Man versucht natürlich, möglichst weit nach vorne zu kommen, hier lang, ohne über den Gletscher zu müssen. Der Gletscher birgt natürlich immer gewisse Risiken, Schwierigkeiten und deswegen versucht natürlich möglichst jeder weit hier nach vorne zu kommen, ohne auf den Gletscher zu müssen. Ja, da geht man immer viel über Geröll. Ich kann mich erinnern, dass das passagenweise sogar relativ, ja, schon anstrengend war, weil man da mal so ein bisschen wegrutscht auf dem Geröll und ja, da so seinen Weg finden muss. Diese schroffe Bergwelt natürlich sehr beeindruckend. Das muss man einfach mal erlebt haben. Herrlich. Wenn ich das sehe, da bekomme ich direkt wieder Lust, diese Tour nochmal zu machen. Das werde ich bestimmt in meinem Leben auch nochmal machen. Herrlich. Einfach schön. So, nochmal der Gletscher. Habe ich sehr oft drin, das Bild, das, ja. Man denkt immer, ja, das Bild sieht gut aus, das sieht gut aus, das musst du reinnehmen. Ich habe schon so viele rausgenommen. Ich habe damals wirklich richtig viele Fotos gemacht. Hier sieht man auch wieder so ein bisschen den Weg hier. Das war auch wieder eine gute Passage, die hier gut zu gehen war. Und hier ist jetzt schon
Hier hinten kommen noch viele andere Wanderer, Bergsteiger, hier sieht man das so ein bisschen. Aber hier ist auch schon erstes Eis, das man passiert. Da ist aber schon viel so Geröll drüber. Und deswegen merkt man das da vielleicht im ersten Moment nicht, dass man sich hier schon im Eisgebiet bewegt. Ja, und hier geht das so langsam los. Ne? Wenn ihr hier seht, hier gibt es auch ja, Gletscherspalten. Es mögen zwar vielleicht nicht die größten und die gefährlichsten sein, die Gletscher zu bieten haben, dennoch wollte ich es tunlichst vermeiden, in irgend so einen reinzufallen. Wobei hier sieht man, hier geht kein Weg lang, also hier ist keiner lang gegangen, hier geht man immer noch weiter dran vorbei am Gletscher. Ja, und hier hinten seht ihr die drei anderen Wanderer. Die machen sich jetzt fertig quasi für den Gletscher. Das heißt, sie werden sich jetzt wahrscheinlich Steigeisen anziehen oder Grödel. Ich hatte tatsächlich damals nur Grödel dabei. Ich hatte gelesen, das reicht aus und hat es dann auch ausgereicht. Wer Steigeisen hat, ist da wahrscheinlich noch ein bisschen besser bedient. Aber ohne beides, also nur mit Wanderschuhen und von mir aus dann auch ein paar Stöcken, denke ich mal, wird man das kaum schaffen können. Auch wenn das vielleicht teilweise so aussehen mag. Aber es ist wirklich teilweise blankes Eis, über das man gehen muss. Und da kommt man definitiv dann nicht weiter. Blick nochmal zurück. Hier seht ihr rechts, das Ganze ist schon Eis hier alles, wo ein bisschen Geröll drauf ist. Aber ich habe den Weg hier noch das ganze Stück genommen, wo ich da nicht drüber musste. Ja, da habe ich die Grödel angezogen. Das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Man kann sie auch gar nicht sehen, nur wie ich sie da zugebunden habe. Das sind so ein paar Eisenzacken, muss man sich vorstellen. Ich glaube, so sechs Zacken sind da drunter. Ähnlich wie Steigeisen in einer vereinfachten Form, würde ich sagen. Einfacher einfach. Ja, und die anderen Wanderer, die sich da mit mir fertig gemacht haben oder die dann nach mir kamen, mit denen bin ich dann auch die restliche Tour dann zusammengegangen. Wir haben uns dann unterhalten und ja, sind dann so als Gruppe so ein bisschen zusammengegangen. Das war eigentlich ganz nett. Hier ging es dann los auf den Gletscher. Der Weg, der war natürlich schon vielfach ausgetreten und von daher auch ganz gut zu sehen und zu erkennen. In diesem Bereich hier würde ich sagen, wo man das sieht, da könnte man jetzt theoretisch mit Wanderschuhen gehen. Da würde man langkommen. Ne? Das ist hier so noch schneeartig. Da kam man ganz gut durch. Und ihr seht, einige sind da unterwegs. Aber da muss man hoch. Ne? Das ist, und es ist wirklich steiler, als man das vielleicht auf den Bildern denken mag. Und man kommt wirklich an solchen Gletscherspalten vorbei. Also das sind schon ordentliche Spalten hier gewesen. Der Weg war ja gut zu erkennen, der war halt vielfach gegangen. Auch an dem Tag waren viele unterwegs. Wenn es aber jetzt, sag ich mal, frisch geschneit hätte und es wäre noch keiner auf dem Weg gegangen und vielleicht so eine Spalte ist mit Schnee bedeckt, man sieht die nicht. Ja, weiß ich nicht, ob ich mich das wagen würde, wenn da keine Spur zu sehen wäre. Da habe ich mal so rein fotografiert in so eine Spalte. Ihr seht, es geht da wirklich richtig tief runter. Und die sind schon so breit, dass man da reinfallen kann. Das sind nicht so kleine Spalten. Also ich denke, man kann das hier so ein bisschen am Bild erahnen. Links, da könnt ihr noch so ein bisschen Rucksack sehen von einem anderen Wanderer. Da denke ich, braucht man nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass man da reinfallen kann. Hier geht der Weg weiter, kann man ganz gut erkennen. Und wenn ihr da hinten guckt, diese kleinen Punkten, das sind alles andere, die zur Zugspitze hoch möchten. Blick immer mal wieder zurück auf die Bergwelt. Ja, und hier kann man es jetzt schon so ein bisschen sehen, denke ich mal, dass es hier schon ein bisschen steiler hochgeht. Die Stöcke sind auf jeden Fall eine gute Hilfe, um davor ranzukommen. Ja, da geht es weiter und auch hier sieht man, man versucht das Eis möglichst auch lange zu passieren, solange man da nicht drüber muss, nimmt man hier den leichteren Schnee, aber irgendwann muss man hier über das blanke Eis tatsächlich drüber gehen. Ich habe schon ein bisschen an Höhe gewonnen und ja, an den anderen Wanderern kann man sehen,
was das doch für eine relativ große Strecke ist, die man hier zurücklegen muss. Auch hier hinten die noch hier diese Eispassage vor sich haben. Ach, da habe ich mich als Beweis auch mal fotografieren lassen. Da war es dann nicht mehr ganz so weit bis zum Einstieg vom Klettersteig, bis zur Randkluft, was auch eine Schwierigkeit dieser Tour darstellt. Genau, da geht es mich jetzt langsam zum Klettersteig. Ihr könnt den, man sieht ihn gleich noch was besser, aber hier kann man auch schon wieder die Klammern sehen, die hier hochführen. Aber da, wo ich hochgegangen bin damals, war es nicht so ein großes Problem. Es war auch nicht so ein großes Thema. Die Randkluft ist oft im Spätsommer ein größeres Problem, wenn die Sonne die Wände erwärmt hat und den Schnee abschmilzt zum Gletscher hin, entsteht da ein relativ großer Spalt und dann hat man oft ein Problem, zur Wand zu gelangen oder an den Klettersteig zum Beispiel zu greifen. So, hier kann man es, denke ich mal, ganz gut sehen mit den Klammern. Hier unten, da ist so eine einzelne Klammer, die ein bisschen verbogen ist. Und so richtig geht der, ich muss mal gerade gucken, hier oben erst los. Normalerweise hängen da auch mal so ein paar Seile, mit denen man sich so ein bisschen rüberziehen kann. Und es gibt, glaube ich, auch zwei oder drei Einstiegsmöglichkeiten, die man da hat. Ja, der Blick nochmal zurück, immer wieder herrlich, da dreht man sich immer wieder gerne um. Man musste auch da teilweise pausieren. Gerade an dieser Randkluft, das sah jetzt gerade nicht so aus, aber da warten dann auch einige, die sich dann fertig machen. Man zieht dann halt die Steigeisen ja auch da aus, man packt die Stöcke weg, macht sich dann fertig jetzt wieder für die Kletterei. Man muss das Klettersteigset anziehen. Dadurch bildet sich da auch eine relativ große Menschenmenge, aber ich habe die Bilder alle rausgenommen, wo man zu viele Menschen jetzt so richtig gut erkennen konnte. Deswegen kann man das so nicht sehen und es sieht hier relativ leer aus. Genau, dann geht es hier hoch. Da sieht man so ein bisschen die Klettereien. Das ist alles noch für jemanden, der Klettersteig schon mal gegangen ist, gut machbar. Ja, hier ist, dann habe ich jetzt die Kluft nochmal festgehalten und hier an der Stelle seht ihr, ist das gar nicht. Sieht das gar nicht so schlimm aus, aber das kann hier auch so eine Schneebrücke sein. Da muss man aufpassen. Da hat in diesem vorderen Teil hier, wenn man hier mal schaut, hier hat keiner hingetreten irgendwo. Wahrscheinlich, weil das dann direkt in sich zusammenbrechen würde und man da durchrutscht. Hier oben scheint das ganz okay zu sein. Hier kann man das auch noch so ein bisschen sehen, dass wie durchlöchert das Ganze hier ist. Da muss man auch echt wirklich aufpassen, wo man da einfach hintritt. Genau, ich denke mal, hier kann man die Kluft auch so ein bisschen erkennen. Ihr seht das hier so ein bisschen. Aber da gibt es, was ich so in der neueren Vergangenheit gelesen habe, nachdem ich die Tour gemacht habe, gab es da Sommer, die waren viel schwieriger, dass man viel größere Probleme hatte mit dieser Kluft. Ja, der Blick nochmal zurück über den ganzen Gletscher. Sieht man auch die Dimension, finde ich jetzt hier auch wieder recht gut, wenn man hier guckt, die hinten, die anderen Bergsteiger, all die da noch kommen, die da unterwegs sind. Ja, so ein bisschen die Kletterpassagen hier, die, ja, ich finde, die alle okay sind von der Schwierigkeit. Da war jetzt keine Stelle bei, wo ich gesagt habe, die fand ich sehr schwierig oder da habe ich mich unwohl gefühlt. Da fand ich den Bechtsgadener Hochthronklettersteig viel schwieriger. Also der hatte mich damals relativ an meine Grenzen gebracht, wo ich gesagt habe, schwerer möchte ich das nicht haben. Ja, nochmal zurück. Das ist natürlich beeindruckend, wenn man da steht, ne? An dem Gletscher, das hält man gerne immer wieder fest. Wenn man das live sieht, das ist einfach gigantisch. Das ist auch der Höllentalferner noch, aber das ist dieser Teil, dieser obere steile Teil hier, da musste man nicht lang gehen. Das habe ich nur fotografiert.
Ich hatte gerade überlegt, der Höllentalferner, der zählt, soweit ich weiß, noch als Gletscher. Aber ich glaube, ein anderer Gletscher bei der Zugspitze, der ist aberkannt worden als Gletscher. Das habe ich jetzt vorher nicht mehr nachgelesen. Ich müsste aber so sein, dass der Höllentalferner weiter als Gletscher gilt, aber ein anderer nicht mehr. Ja, hier hat man schon einiges an Höhe gewonnen. Wenn ihr hier unten schaut, hier sieht man vereinzelt andere Kletterer, die haben hier noch ein paar Höhenmeter vor sich. Die hatte ich schon geschafft. Und ihr seht auch, die Menschen, die reißen nicht ab, die hochkommen wollen. Es kommt immer noch weiter welche hoch. Ja, wieder mal so eine Kletterstelle festgehalten, so wie ich das in den Videos normal auch immer mache, immer so ein paar Stellen zeigen, die schwierig sind oder so. Aber das waren hier überwiegend relativ einfache Kletterpassagen. Da ging es weiter. Wenn man überlegt, solche Stellen, die sind auf der Watzmann-Überschreitung vielfach auch ungesichert. Hier war das wirklich fast alles durchgängig mit dem Seil immer. Der Blick nochmal zurück. Ja, hier immer wieder so ein paar Stifte in der Wand, die man da passieren musste, aber auch richtig viele. Da hat man nicht gespart, da macht man es relativ einfach. Auch eine gute Passage hier, wenn ihr mal schaut, hier kann man super lang gehen über die Felsen, ist die ganze Zeit gesichert. Richtig gut, klasse. Blick nochmal runter auf den Gletscher. Ist gut, dass man diese Passage hier nicht überwinden muss mit diesen ja doch recht großen Spalten. Oder hier auch ein riesiges Loch, riesige Spalte drin. Und ihr seht auch so langsam hier ziehen leider wieder Wolken ein. Auch hier durch. Hat jetzt nicht so sehr gestört, finde ich, beim Klettern. Wenn die Sonne voll brennen würde, wäre das vielleicht auch nicht so angenehm, aber ich hatte später zumindest was Aussicht. Wenn die Aussicht gar nicht wäre, das wäre schon schade. Hier geht's weiter. Hier sieht man auch wieder so Stufen, also viele Hilfsmittel, nicht nur, noch nicht mal der reine Fels nur. Hier kam man schon ganz gut zurecht. Ja, aber auch leider hier wieder so eine kleine Gedenkplakette an zwei, die hier leider 1994 ums Leben gekommen sind. Weiter geht's. Die Kulisse natürlich hervorragend. Da macht das Klettern natürlich umso mehr Spaß. Ja, das ist wieder eine schöne Passage, würde ich sagen. Auch vielleicht etwas anspruchsvoller wieder. Ihr seht das hier relativ glatt. Hier muss man wirklich die Stifte nehmen, indem man es hier sichert. Aber wirklich ausreichend vorhanden. Der Nebel, die Wolken. Ich glaube, das sind schon so langsam fast die finalen Meter Richtung Gipfel. Blick nochmal zurück über den Gletscher. Jetzt sieht man auch, denke ich mal, ganz gut, was ich schon an Höhe erreicht habe zu dem Zeitpunkt. Über den Wolken. Ja, hier geht es weiter. Man sieht das hier mal so ein bisschen an den anderen Wanderern, wo es lang geht. Und hier auch, ich finde dieser Kamm, dieser Bergkamm hier, das ist richtig schön hier mit den Wolken. Und von hier unten da bin ich hochgekommen. Und hier kann man auch ganz gut den Weg sehen, wo die anderen Wanderer, die sind da ziemlich hilfreich, so als Markierung, um zu erkennen, wo der Weg bisher lang geführt hat. Atemberaubend, diese Tiefblicke, einfach herrlich. Schön. Ja, da sieht man
auch die nächsten, die dann noch hinten unterwegs sind. Wobei überholen war da in dem Klettersteig so gut wie gar nicht, würde ich sagen, dass da besonders viele Schnelle waren, die einen überholt haben oder dass man selber überholt hat, gab es eigentlich fast gar nicht. Hier auch wieder annähernd eine Gehpassage, würde ich sagen. Wenn man hier guckt, hier geht man, könnte man fast ungesichert lang gehen. Hier nochmal so eine kleine Kletterpassage. Und das ist jetzt wirklich so langsam Richtung Gipfel, wo es da hochgeht. Aber hier war dann auch so ein bisschen Schnee noch im Klettersteig, im Klettersteig, im Klettersteig, im Klettersteig. Kann man hier oben ganz gut sehen. Ja, da habe ich schon rangezoomt. Da ist es, das Gipfelkreuz, das Bekannte. Da war es aber auch dann tatsächlich nicht mehr so sehr weit weg. Da habe ich es auch nicht allzu weit rangezoomt. Hier gab es dann einen Tiefblick. Ich habe mich das schon bei den Bildern gefragt. Ich habe es nicht vorher auf den Bildern irgendwo gesehen. Das ist der Eibsee, auch sehr bekannt mit der Zugspitze. Von da kann man, hat man auch eine herrliche, tolle Sicht auf dieses ganze Zugspitzmassiv. Aber anscheinend konnte ich ihn tatsächlich dort das erste Mal sehen. Zumindest soweit die Wolken das Ganze nicht verdeckt haben. Ja, und das sind jetzt wirklich die finalen Schlussmeter zur Spitze der Zugspitze, zum Gipfel der Zugspitze. Und ihr seht, dass hier ja so gut wie nichts los ist. Hier geht der Weg lang, das Ganze auch hier gesichert bis kurz vor Ende. Ich weiß gar nicht, was jetzt hier auf dem Schild stehen würde. Und hier geht's hoch und man sieht, dass da oben schon relativ viel los ist. Ja. Da wurde ich dann auch nochmal festgehalten. Ich habe es geschafft. Und den Ausblick, den hat man dann von dem Gipfel. Das ist wirklich, das ist dann, wo ich eben noch gesagt habe, dass man so schön alleine und einsam in der Natur unterwegs ist, im Höllental. Einsam in Anführungszeichen, dass da ja nur die wirklichen Bergsteiger unterwegs sind, die Wanderer, die fast alle zur Zugspitze hoch möchten. Und hier, naja, kommt dann das Kulturschock, will ich es mal nennen, wo wirklich Menschenmassen sich oben befinden, die, denke ich mal, zu 95% mit der Bahn da hochgefahren sind. Und das Schlimme ist, was ich so, ich will da keinem zu nahe treten, also ich gönne ja jedem, dass er da auch hochfährt oder so. Aber ich finde, der Gipfel, der müsste eigentlich denen gehören, die sich den auch wirklich verdient haben, dahin gelaufen sind. Zumindest die letzten Meter. Das ist ja jetzt nicht der Gipfel da. Aber die ganzen Leute, oder nicht alle, aber viele, die oben auf dieser Station ankommen, die gehen dann auch zum Zugspitzgipfel noch hoch. Würde ich wahrscheinlich auch machen. Ich weiß es nicht. Aber dadurch ist es da wirklich extrem voll. Und das Bild, wie ich das eben hatte, ich mache nochmal gerade zurück, wo ich da stand. Das war schon extrem schwierig, das zu bekommen, dass man da alleine stehen kann und ein Bild machen kann. Das ist der Weg jetzt, der von dieser Zugspitzstation oben auf dem Berg zum Gipfelkreuz führt. Und hier versucht sich halt eine große Menge an Leuten, die mit der Bahn hochgefahren sind, auch gerade zum Gipfelkreuz zu kommen. Ja, und ich will nicht sagen, stört, das hört sich irgendwie gemein an, weil ich verstehe auch, dass die da auch gerne hin möchten. Aber wenn man selber sich das so hart erkämpft hat, sage ich mal, in Anführungszeichen, da hochzukommen, ich habe 8 Stunden gebraucht an dem Tag, relativ lang, ich bin um 4 Uhr los, um auf den Gipfel zu kommen, dann hätte man den, ganz ehrlich gesagt, zumindest alleine gern für sich mit den anderen Wanderern. Aber das hat man da auf keinen Fall, ne? Also falls ihr das mal vorhabt, könnt ihr euch darauf einstellen. Da ist wirklich Volksfeststimmung da oben, kann man nicht anders sagen. Da habe ich den Gipfel dann Richtung der Station verlassen, Richtung des Hauses, des Münchner Hauses. Ja, blick nochmal zurück. Da ist es, Münchner Haus. Ah ja, 2964 Meter, wäre jetzt auch geklärt. Ich habe, glaube ich, eben 63 gesagt. Gemeinde Partenkirchen. Ja, da gab es zum Abschluss dann noch ein
Bierchen. Ich kann mich aber nicht erinnern, ob ich da was gegessen habe. Bin ich mir absolut unschlüssig und ich habe es ein bisschen unscharf gemacht. Ich weiß ja nicht, ob die mit aufs Bild wollen, aber das waren hier die Leute, mit denen ich dann, die anderen Bergsteiger, mit denen ich von dem Gletscher ungefähr hochgegangen bin, mit denen bin ich dann auch da oben geblieben und wir sind dann später auch zusammen runtergefahren. Wir sind nämlich auch nicht runtergelaufen. Es war ungefähr 12 Uhr, 8 Stunden ungefähr. Ich denke mal, eine Stunde hat man da oben noch bestimmt verbracht. Und sicher hätte man dann auch runterlaufen können, aber ich hatte es von vornherein, glaube ich, gar nicht geplant, runterzulaufen. Und die, mit denen ich unterwegs war, die hatten es auch nicht vor. Und da bin ich dann auch dann mit runtergefahren. Genau, ihr seht ja, also es ist richtig Bierbänke, hier ist richtig Trubel oben. So ein Blick auf das Zugspitzhaus. Es gibt, glaube ich, ich habe das jetzt auch nicht mehr so genau in Erinnerung, aber es gab, glaube ich, ein altes und ein neues Haus da oben. Und eine Wetterstation ist auf der Zugspitze auch. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt alles hier in diesen Gebäuden drin ist. Ich vermute aber schon. Da kommt ja auch mindestens eine Seilbahn an. Ich meine, aber zwei kommen da sogar an. Einer von Österreich müsste da hochfahren, einer von der deutschen Seite. Blick nochmal zurück zum Gipfelkreuz. Ja, und da war ich dann jetzt schon nicht unten, ich war aber schon beim Zugspitzplatt, nennt man das. Da bin ich, glaube ich, das kann ich mich nicht mehr daran erinnern, wie ich da hingekommen bin. Ich meine, ich bin dahin mit der Seilbahn gefahren. Ich habe von oben eine Seilbahn genommen und bin zu dem Zugspitzplatt runter. Das ist aber auch noch ziemlich hoch. Das seht ihr ja hier auch an diesem ganzen Schnee. Und das könnte auch theoretisch hier dieser Gletscher sein, wo ich eben von erzählt habe, der kein Gletscher mehr ist. Und das war ja Ende Juli und ihr seht, es ist noch recht viel Schnee dort. Leider Nebel. Ja, eine kleine Kapelle gab es da auch. Genau, jede Menge Schnee. Da sind sie auch mit dem Schlitten gefahren, glaube ich. Ich glaube, das kann man so ein bisschen sehen. Also ein bisschen Wintersport fast konnte man da auch noch machen. Ja, und das müsste die Bahn sein, wenn mich nicht alles täuscht, mit der ich zu dem Zugspitzplatt runtergefahren bin. Von da, die ist aber nicht runtergefahren, komplett, die ist nur bis dorthin. Und von da aus ging es dann runter mit der Zahnradbahn. Und das war für mich auch die beste Variante, weil die Zahnradbahn, die fuhr nach Hammersbach runter. Und da hatte ich ja auch morgens geparkt. Da bin ich von meiner Ferienwohnung in Greinau, war die, bin ich nach morgens nach Hammersbach gefahren. Und so konnte ich mit der Zahnradbahn dann wirklich zu dem Ausgangspunkt fast zurückfahren. Das hat sehr gut gepasst. Leider, leider, ich weiß gar nicht warum, habe ich gar keine Bilder davon gemacht. Weder mit der Seilbahn, wo ich da gefahren bin, noch mit der Zahnradbahn. Ja, irgendwie ein bisschen schade. Würde ich heute Videos machen, also ich mache ja Videos, würde ich das heute noch machen, die Tour, würde ich sowas festhalten. Das finde ich immer gut für die Erinnerung. So kann ich mich da gar nicht mehr so genau dran erinnern. Es ist gut möglich, dass das ja auch die Wetterstation ist und diese Forschungsstation an der Zugspitze, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich habe mal ein Video gesehen über ein Lost Place an der Zugspitze in der Nähe. Ich meine, das sah fast so aus wie dieses Gebäude. Bin ich mir aber nicht sicher, das müsste ich nochmal recherchieren. Ja, nochmal dieses Zugspitzgebiet. Ich denke, im Winter ist das hier ja das Gebiet, wo hier richtig was los ist. Da wird wahrscheinlich auch Party sein und Skibetrieb. Ja, Zugspitze Top of Germany, der höchste Berg Deutschlands. Wirklich ein Erlebnis, da mal hochzugehen. Aber wie gesagt, leider ist da sehr, sehr viel los oben. Und das war jetzt schon ein Tag, ja, sag ich mal, wo das Wetter nicht so gut war. Es hat nicht geregnet oder so, aber es war ja ein bisschen bewölkt. Ja, und da war ich schon wieder unten. Mehr Bilder hatte ich dann von dem Abstieg leider nicht weiter gemacht. Und das, was ihr jetzt seht, das war der Blick von meinem Balkon der Ferienwohnung. War doch ganz nett, aber leider so ein bisschen diesig. Und hinten rechts, das hier war die Zugspitze. Und hier hinten, da wäre der Eibsee gewesen.
Ja, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Das kam in meinen Fotos direkt. Passt jetzt gar nicht mit zur Zugspitze. Naja, so ein bisschen vielleicht. Das ist die Alpspitze, also das ist die Bergstation der Seilbahn, die Richtung Alpspitze führt. Hier oben ist dieser Skywalk, der ragt, glaube ich, hier 1000 Meter über dem Grund, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich habe das nicht recherchiert jetzt vorne. Ich meine, das wäre so gewesen. 1000 Meter würde das hier runterfallen. Und die Alpspitze, die müsste eigentlich so hier hinten sein. Da war ich auch an einem anderen Tag auf der Alpspitze. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es davor oder danach war. Ich glaube fast, das war der Ta Tage davor, wo ich auf der Alpspitze war. Also ich war eine Woche da unten in Grainau und habe unter anderem noch die Tour durch die Partnachklamm gemacht. Wie gesagt, die Alpspitze. Auch eine sehr, sehr schöne Tour war den Mittenwalder Höhenweg, glaube ich, Höhensteig. Das war ja auch in der Nähe Mittenwald, war nicht so weit weg. Der war auch sehr schön. War auch so eine Art Klettersteig, der da lang ging. Auch top. Ja, und da hatte ich nochmal die Zugspitzstation rangezoomt. Das müsste auch vom Balkon gewesen sein, wo das Wetter dann wahrscheinlich ein bisschen aufgeklärt ist an dem Tag noch. Und da habe ich das nochmal festgehalten. Ja, das war's. Das war das letzte Bild. Das war ein kleiner Ausflug durch die Zugspitze. Recht viele Bilder. Teilweise habe ich jetzt ein bisschen schneller durchgeklickt. Das war wirklich eine hervorragende Tour. Vielleicht hat euch das jetzt auch gefallen, so einen kleinen Einblick dazu bekommen in 8 Stunden Wanderung, die ich da damals gemacht habe. War wirklich ein tolles Erlebnis und naja, mal gucken, was die Zeit bringt. Vielleicht mache ich das in Zukunft auch nochmal. Da hätte ich auf jeden Fall Lust drauf. Zumindest diese Region, um Grainau mir auch nochmal anzugucken, um die Zugspitze. Man kann ja auch hoch wandern. Das wäre auch nochmal eine Alternative, die ich machen würde. Oder ja, vielleicht sogar beim nächsten Mal bevorzugen würde, dass ich das als Alternativprogramm mal habe. Die Tour habe ich jetzt schon mal gemacht, dass ich mal hoch wandere. Und ich denke, dann würde ich wahrscheinlich auch zurück wandern. Vielleicht würde ich das auch sogar heute machen, wenn ich auf die Zugspitze aufgestiegen wäre, runterlaufen. Aber es sind bestimmt noch mal, naja, 5 Stunden bestimmt, die man noch mal da dran hängt. Ne? Wenn man so früh gestartet ist, ist das dann schon wirklich sehr langer Tag. Gut, das war es jetzt erstmal. Ich sage danke, dass ihr wieder zugeschaut habt. Und ich schaue mal, was als nächstes kommt. Eventuell wieder eine kleine Wanderung hier irgendwo bei mir in der Nähe. Oder ich habe halt, wie gesagt, nur einige Touren per Bilder. Vielleicht kommt da noch mal so was Ähnliches wie heute. Gut, ich sage bis bald.